Glück auf und Vorn auf zu neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Und das größte Abenteuer wird wohl sein, dass ich hier mit meiner Stimme durchhalte. 15 Minuten habe ich mir heute vorgenommen mit der alten Krekelstimme. Und ich habe mir noch was anderes vorgenommen. Ihr wisst ja, dass es eine Wahl geben wird, eine Wahl zum Bürgermeister von einem Ort, der da hinten irgendwo im Westen liegt. Ein Wüstenort. Und Wüstenei hatte ich ihn jetzt erstmal genannt. Und diesen Ort, da braucht man einen Bürgermeister für. Und da hatten sich vier meiner User beworben. Das war die Celine, das war der LO1ZB, das war der Matrix-Schlange und das war der andere, Spiel-LKD, glaube ich, oder so. Mr. Spiel-LKD. Und hier haben wir schon den Wahl, hatte die aufgefordert, Wahlsprüche zu machen, die auf ein Schild passen. Also sie müssen auf eins dieser Minecraft-Schilder passen. Und Matrix-Schlange hat diesen Wahlspruch geschrieben, also das obere gehört alles dazu. Matrix-Schlange baut Sand zu Gold und bleibt stilgerecht. Das ist ein Spruch, den sollte ich auch hier im Büro des Bürgermeisters am Schreibtisch anbringen. Hätte vielleicht auch hier vorne hingekommen, konnt, aber direkt neben der Treppe hat er geschrieben. Also habe ich das mal so gemacht, ne? Ich hoffe, das ist okay. Ich stelle die jetzt alle einmal vor und dann schauen wir mal, wie oft wir noch drauf stoßen, wenn wir hier ganz normal weiterspielen. Ah ja, der nächste Spruch hängt hier draußen. Und das ist der Wahlspruch von der lieben Celine. Und die hat geschrieben, du willst es bunt, du liebst Farben, so wähle Celine. Ja, die Farbenfrohe, ne? Celine Bla, glaube ich, ne? Toller Name. Ich glaube, die Hühner entkommen doch. Also, ne, wenn ihr Celine wählen wollt, das ist ihr Wahlspruch. Die Wahl wird, das wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Da wird es ein extra Video geben. Was machst du denn hier, Huhn? Wenn die natürlich alle entkommen, dann haben wir ja bald voll die Hühnerpest in Hundsgrab. Das wäre nicht so schön. Okay, zum nächsten Wahlspruch. Vom LO1ZB, der ja auch hier mit einer Mauer gebaut hat. Also der hat sich schon verdient gemacht, sozusagen, um Hundsgrab. Und, ja, da ist ein Wahlspruch hier über dem Eingang der Felder. Wollt ihr ein friedliches Leben führen, wählt LO1ZB. Hört sich so ein bisschen an wie R2D2 oder so, ne? Ja, also, wenn ihr friedliches Leben wollt, dann LO1ZB wählen. Hier hängt sein Wahlspruch und bleibt hier auch erstmal die nächsten Folgen hängen. Mal sehen, wie oft wir noch dran hängen bleiben. Das ist Schmied Wolko Blechklopper, der hat sich nicht beworben. Ich nehme hier mal eine Schere mit, die werden wir brauchen. Och, wir haben ja ganz viel Wolle schon dabei, das ist ja klasse. Und hier die schönen Kartoffeln mit Soße, hatte ich ja gesagt. Und hier diese Gitter werden wir brauchen. Ja, war da noch? Ich dachte, war Stein drin, war es aber nicht. So, einer fehlt noch im Bunde. Überall stehen hier die Türen offen. Das ist ja eine Schande vor dem Herrn. So, wir gehen ins Süppelhuhn. Denn da hängt der letzte Wahlspruch. Also die Leute konnten sagen, wo ich die aufhängen soll. Und Mr. Spielecke HD hat gesagt, ich soll es im Süppelhuhn aufhängen. Allerdings hat sein Spruch nicht ganz auf das Schild gepasst. Egal, wie ich es auch drehen und wenden wollte und hin und her switchen. Switchen? Ach, naja. Also, sein Spruch ist, Mr. Spielecke HD, geiler Name, soll gewinnen, weil er ein Dorf für dich gebaut und das hat nicht mehr drauf gepasst. Also, Mr. Spielecke HD soll gewinnen, weil er ein Dorf für dich gebaut hat. Ja, deshalb soll er gewinnen. Okay, ihr könnt euch schon mal überlegen, wer so euer Favorit ist. Könnt euch ja auch mal die Kommentare von den Leuten so angucken, die sie so schreiben. Und ja, es wird natürlich noch viel mehr Infos über sie geben. Ihr werdet auch sehen, was sie bautechnisch so drauf haben. Das kann ich euch schon mal verraten. Okay, was wollten wir machen? Ja, wir wollten zu den Schafen und wollten die erstmal scheren. Dafür haben wir uns diese Schere mitgenommen. Und wir rennen jetzt einmal zu den Schafis. Und meine Hundsbande sitzt da und passt auf, dass keiner irgendwie Unsinn treibt hier in Hundsgrab. Hier steht auch die Tür offen. Hey, Harras, Alter. Nein, ich wollte Mistköter sagen, sag ich natürlich nicht. Passt doch schön auf, alles gut bei dir. Nicht, dass du mir auch irgendwann stiften gehst wie Hasso. Vielleicht müssen wir die mal austauschen. Dass vielleicht der Hasso abgehauen ist, weil er ja Tag ein und Tag aus sozusagen hier bei den Schafen sitzen musst. Und hört euch das Geblöke mal an, da muss man noch bekloppt bei werden, wenn man das den ganzen Tag hört. Das geht ja nicht. Den werden wir mal austauschen.
Heute muss er nochmal eine Schicht machen. Weil ich merke auch gerade schon wieder, dass es dunkel wird. Alles mitnehmen. Wir brauchen hier viel Wolle. Und wir müssen eigentlich auch noch uns ein bisschen... Wir müssen eigentlich nochmal schnell zur Wolke. Oder schaffen wir noch. Komm. Wenn dieses Schaf jetzt hier weggehen würde... Tut es. Also heute noch, ne? Morgen wirst du abgelöst. Oh. Morgen wirst du abgelöst. Ganz, ganz, ganz bestimmt. Ah, wir schaffen das gar nicht mehr nach Hause. Komm, wir pennen hier heute mal exklusiv. Da haben wir schon so oft geschlafen. Ganz exklusiv. Hier soll die Toilette rein. Oh, lululu. Bei dem Arbeiter Powerplayer. Genau, das ist eine gute Idee. Hier pennen wir jetzt erstmal. Ach ja, Leute. Wir müssen noch zur Hammerson-Mine. Und wir müssen noch zu Hein, dem Oberförster. Und guck mal, die Kontrollhühner haben wieder die Welle eingeschaltet. So sind sie. Und da rennen wir natürlich hier wieder an dem Schild von LO1ZB vorbei. Na, also nicht vergessen. Friedliches Leben, LO1ZB. Wählen, tun. Und wir rennen natürlich auch wieder am Süppling vorbei. Allerdings müssen wir da nicht rein. Weiß nicht, ob das so der optimale Ort war. Mal schauen. Okay. Wir haben hier noch, ja, ein bisschen was haben wir noch da. Da müssen wir bald mal wieder Holz fällen gehen. Okay, jetzt haben wir erstmal wieder was von dem dunklen Fichtenholz. Von dem Fichtenholz, das brauchen wir für die Gebälk. Und wir brauchen Steine dann. Aber die brauchen wir eigentlich erst ein bisschen später, aber wenn wir schon mal hier sind, können wir die gleich mitnehmen. Steine für... Ah, hier diese Platten, ja, da bräuchten wir auch ein paar von. Die zwei Eier lasse ich mal hier. Das müssen wir dann alles mal wegschmeißen. Ich brauche mal so einen Müllverbrenner oder sowas in der Art. Da müssen wir nochmal runtergehen. Ich glaube, hier unten haben wir noch Steine. Da haben wir unsere Rohsteinkiste. Ja, hier ist noch genug da. Das können wir hier lassen, genau. Ah ne, die 5 nehmen wir nicht mit. Wir nehmen die 64 mit. Und die Kohle brauchen wir auch auf jeden Fall. Warte mal, was haben wir denn noch hier alles? Was war los denn? Eine olle Steinaxt. Die können wir wirklich hier lassen. Die kann hier bei Werkzeug mit rein. Zack. Die kann bei Werkzeug mit rein. Und die kann hier auch mit rein. Obwohl man Äxte wahrscheinlich nur zum Grubenausbau braucht, ne? Ah, die ist auch schon ziemlich fertig hier, die Axt, ne? Das heißt, die eine werden wir uns mal mitnehmen. Die Eimer, die könnten wir eben hier lassen. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Genau, und dann können wir uns hier auch nochmal ein bisschen was von dem Korbel mitnehmen. So. Ja, okay, wunderbar. Wieder hoch. Oh, mit dem Kopf an der Wand hängen geblieben. Passiert mir auch recht häufig. Und hier sind noch 16 Eisen. Ja, nehmen wir mal mit. Da können wir schon mal die 64 mit brennen. Hier brauchen wir auf jeden Fall 8 Kohle, um die durchzubrennen. Aber wir sind echt in der Kohle, sind wir echt sparsam, ne? Aber ein Kohle lasse ich natürlich jetzt nicht hier. Und dann haben wir hier auch nochmal 64. Dann brennen wir nämlich ordentlich schon mal Stein für die Schatzkammer. Die will ich nämlich mit einem Stein ausmauern, damit das auch so ein bisschen robuster wird, damit da nicht gleich jeder Einbrecher rein und raus kann. Okay. Ja, mache ich hier über den Eingang wahrscheinlich ein Bild hin oder so. Wir bauen jetzt hier weiter. Und zwar erstmal oben. Hier kommt ja überall Wolle rein. Davon haben wir uns jetzt ja reichlich mitgenommen. Hoffe ich doch zumindest mal. Jetzt haue ich mir erstmal hier so eine schöne Ofenkartoffel rein. Ah. Boah, lecker. Okay. Dann fangen wir mal an. Ich mache das erstmal alles mit Wolle. Hinter können wir dann immer noch was rausschneiden, würde ich sagen. Wie hoch wird das denn? Ja, auf jeden Fall so hoch schon mal. Ja, Freunde, die Wahlen, das wird noch ein bisschen dauern. Da will ich den Leuten noch Zeit lassen. Die müssen noch so ein paar Sachen machen. Und da brauchen sie einfach ein bisschen Zeit für. Und die gebe ich ihnen natürlich auch. Und vielleicht bin ich dann ja auch bis zum Wahltage tatsächlich wieder gesundet. Und höre mich wieder an wie ein Mensch und nicht wie so eine
wie so ein Mülltonnenmonster. Also, ne, kennt er das Mülltonnenmonster Oskar aus der Mülltonne? Vielleicht kennt er es. Okay. Jetzt muss ich. Nee, da komme ich nicht rüber. Da muss ich rüberlatschen. Ach, die Welle läuft immer noch. Schalten die auch mal wieder aus, die Jungs? Also die Steuerhühner? Ich weiß es nicht. Die sind ja schon so ein bisschen sadistisch manchmal veranlagt. Okay, das passt. Ich habe bald den Eindruck, als wenn wir hier eins tief sind, kann das sein? Ist das tatsächlich noch ein höher? Oh, noch ein höher. Bist du verrückt? Ja, dann sind die Räume aber sehr hoch. Naja, was will man machen? Dann machen wir das doch so. Oh, da fällt uns schon das Kram runter. Das wollen wir natürlich gar nicht. Ein Schwebeblock. Ja, dann kommt das so. Okay. Na, dann soll es halt auch so sein. Dann kommt hier jetzt erstmal überall Wolle rein. Dann kann es sein, dass die Räume dann hier noch ein höher sind als in der unteren Etage. Müssen wir mal sehen, wie das dann ausschaut von unten. Das soll ja hier so eine Art Turm werden. Hatte ich ja schon so angekündigt. Boah, da werden wir eine... den Block nehmen wir auch mit. Da werden wir aber eine Menge Wolle brauchen, ne? Also, da müssen unsere Schafe erbluten, müssen sie nicht, aber ganz schön, kommt schon ein Schaf, wahrscheinlich eins von der Schafgewerkschaft, dass ich beschweren will, dass ich hier so viel Wolle von den armen Tieren verpulvere. Ja, mit der Gewerkschaft will man keinen Ärger haben, auch nicht mit der von den Schafen. Oh. Okay, da sollten wir vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein. Ungefähr so. Autscha. Ey, das sind schon mal Wände hier, ne? Will ich mal sagen. Aber naja, gut. Wir haben es ja so gewollt. Ihr habt es ja so gewollt. Ich habe da noch die andere Axt. Gott sei Dank jetzt doch noch mitgeschleppt. Die olle Stein, Axt. Und dann können wir jetzt hier nämlich überall schön erstmal die... So. Das Holz drauf knispeln. Ja. Ich werde jetzt schon ein bisschen ruhiger. Ihr merkt das wahrscheinlich. Weil ich mich echt schonen muss. Also, ne? Die Stimme. Die zarte Gesangsstimme. Wie wir das hier machen, weiß ich noch nicht so ganz. Aber auf jeden Fall muss hier das Gebälk weiter. Okay, nicht, dass wir jetzt gleich hier einen Abgang machen. Das müssen wir hier einmal ganz rumziehen. Und immer hier schön an der Kante aufpassen, dass wir nicht den Semmelmann machen, den Semmelrogge sozusagen. Und verdammt, das wird echt viel Arbeit. Ja, ich hatte ja schon erzählt, dass ich eine neue Maus habe. Die funktioniert auch ganz einwandfrei. Hier kommt dann so ein Doppelbalken hin. Weil das nämlich hier auch wieder doppelt wird. Natürlich. Na, das wird hier also auch wieder so. Wie es halt unten gemacht ist. Dass es hier so ein eins wieder hochgeht. Hier auch überall Doppelbalken. Das wird hier also ein bisschen breiter. Dann können wir nämlich hier wieder die Wand hier raussetzen und hier wieder überall so kleine Nischen bauen. Das hat mir eigentlich beim ersten Mal sehr gut gefallen. Also bei der unteren Etage ist es ja ganz genauso. Und das setzen wir jetzt hier bei der oberen Etage auch so weiter fort. Ja, und dann müssen wir mal sehen, dass wir diese Schatzkammer machen. Ich wollte jetzt hier nur eigentlich erstmal so ein bisschen wenigstens Grund reinbringen und das Gebälk hier schon mal fertig machen und vielleicht auch schon mal ein bisschen Wolle rein. Ich weiß ja nicht, wie es morgen aussieht. Bis jetzt ist es mit meiner Stimme jeden Tag schlechter geworden. Vielleicht ist es dann morgen endgültig so, dass ich gar nicht mehr reden kann. Moment, das ist falsch. Das ist falsch. Aber nein, ich denke, es wird jetzt bald besser werden. Gehe ich mal ganz fest von aus. Ja, ja, ja. Ach komm, das machen wir lieber so. Das geht, können wir gar nicht so machen. Haha. Witzig, witzig. So, und dann ist auch... Was? Ich wollte gerade sagen. Kann doch nicht sein, dass unser ganzes Holz, was wir mitgeschleppt haben, schon alle ist.
Komm ich noch nicht ran? Doch, geht doch. So, und hier auch nochmal. Geht das jetzt nicht? Höhe? Wow. Mutiger Sprung, einfach mal so. Wie habe ich das unten eigentlich gemacht mit den Balken? Weil die müssten jetzt ja im Grunde hier so lang gehen. Na? Und die müssen dann noch einen hoch. Genau, so. Und dann müsste ich das hier wahrscheinlich genauso machen. Genau. Autsch. Okay, so machen wir das. So ziehen wir das hier durch. Ist natürlich jetzt wieder Bauphase. Das alte Spiel. Au. Na, ich darf auch nicht so doll auf die Glasplatten draufspringen. Dann gehen die auch kaputt. Altes Spiel. Genau, dann kommt hier überall schön wieder die Wollpflopfen rein, um eine Art Fachwerk zu simulieren. Hier können wir auch tatsächlich mal einen rausnehmen. Hier kommen nicht dann wirklich Fenster hin, das weiß ich jetzt schon. Da brauche ich nicht groß rumzueiern und da. Das können wir gleich so machen. So. Zack, da kommt auch ein Fenster hin. Wunderschön. Und unten, der Tresorraum. Wie schon gesagt, der soll mit Stein ausgemauert werden. Und es wird schon wieder dunkel. Ich drehe hier nochmal, na, durch. Auch. Und ehe uns jetzt hier die Monster hochkommen, also, ne? Wir kommen gleich die Monster hoch. Hier, hauen wir uns erstmal in die Falle. Okay, und schlafen erstmal eine Runde. Und hier, das müssen wir alles wieder ändern. Das müssen wir alles wieder ändern. Muss ich mal gucken. Das war der. Hier, so war der alte Balken. Boah, jetzt bin ich ein wenig schwindelig geworden. Das ist der alte Balken. So kommt er auch wieder hin. Ach komm, das können wir gleich so machen. Oder? Nee. Müsste ich doch eigentlich dann verbinden und dann genauso aussehen wie so ein normales. Ja, Brettermonster, wollte ich schon sagen. Okay. Und dann würde ich nämlich das hier wieder rausnehmen. Ja, Bello, da guckst du, ne? Ich mauer dich nicht ein, keine Angst. Bleib ruhig, Junge. Alles wird gut. Hier fehlt uns jetzt ein... so ein Kasten. Wenn ich, mache ich da erstmal Erde rein, um das zu... Boah, wir haben gut aufgeräumt hier, Leute. Fast schon zu gut. Ah, wir haben ganz viel Stein. Das ist cool, das ist sehr cool. Dann brauchen wir gar nicht erst in die Hammersonmine rennen. Okay. Also das wird dann wieder so, wie es vorher auch war. Hier muss natürlich dann der rein. Ja, und jetzt hatte ich überlegt, ob wir die Tür ein- rausziehen. Sieht das dann besser aus? Also das wäre dann der Eingang. Natürlich nur ein Eingang dann hier. Und nicht so ein Doppelteingang. Hier kommt eine Metalltür rein. Und dann kommt hier, kann man das so lassen? Das Feld ist dann gleich. Und... ja, dann würde ich das vielleicht auch ganz runterziehen mit dem Balkenkram. Das sieht ein bisschen robuster aus, durch diese, Bretterschrauben-Dingenskirchens da drin, ne? Und guck mal, jetzt haben wir auch hier den Block wieder, den wir haben wollten. Den können wir jetzt wieder hier hinsetzen und hier setzen wir die normalen Balken hin. Und jetzt könnte man theoretisch das hier noch einen rausziehen. Könnt ihr mal schreiben in die Kommentare, ob euch das so gefällt oder ob das dann too much ist. Ja. Ja, könnt ihr mal schreiben, ob das gut ist oder ob ich es anders machen soll. Und hier kommt dann theoretisch überall Stein rein. Der Raum wird also verdammt beengt, aber es wird unsere Schatzkammer. Ja, ich würde sagen, mit der Frage schließe ich mal hier diese kurze Aufnahme. Und ihr sagt mal, ob ich das so machen soll oder ob ich das vielleicht sogar aus Stein machen soll oder lieber das jetzt, wie es von der anderen Seite aussieht, so lassen soll. Na? Alles klar, Leute. Bleibt gesund, spielt tapfer weiter Minecraft. Schön, dass ihr mein Gekrächze euch wieder angehört habt. Bis morgen in alter Frische.
auf Wiedersehen.